Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon abfahrbereit und mache mich jetzt auf den Weg nach Essen. Denn ich habe morgen früh die Chance, die Essen Motor Show vor offiziellem Messebeginn zu besuchen und kann in aller Ruhe mir die Ausstellung anschauen. Ich bin schon sehr gespannt, was mich hier erwartet. Und ich würde sagen, nach dem Intro legen wir doch direkt mal los vor Ort. Ich fange jetzt natürlich mit Halle 1 und 2 an. Hier dreht sich alles um das Thema Oldtimer. Natürlich auch ganz klar sind hier ein paar Hypercars vertreten, aber auch die Tuner, wie zum Beispiel die Tofu Garage, stellt hier ihre JDM-Fahrzeuge aus. Hier ist natürlich alles geboten, was das Thema Restauration auch angeht. Und ich bin mal gespannt, was wir hier jetzt alles so Schönes zu sehen bekommen. Ich bin nun in Halle 3 angekommen und jetzt geht es langsam für uns Tuning Freaks richtig los. Hier beginnt schon das Thema Motorsport, ebenso auch einige Hersteller, die ihre Fahrzeuge hier präsentieren. Unter anderem hat Toyota den nagelneuen GR86 hier veröffentlicht, aber auch Hyundai fährt ein ganz schönes Programm auf mit ihrer N-Linie. Jedoch finden wir hier auch die ganzen Fahrwerkshersteller, wie zum Beispiel KW, AP, ST, Eibach etc. Natürlich ist hier auch schon SID von Sydney Industries vertreten und was ganz cool ist, die Jungs von CR Car Wrapping. Die werdet ihr im Laufe des nächsten Jahres noch ein paar Mal öfters bei uns auf dem Kanal sehen, denn mit den Jungs haben wir ein ganz cooles Projekt am Start und da bin ich auch schon sehr gespannt darauf. Ansonsten genießt hier die Halle 3 nun.
bin nun in Halle 5 angekommen. Wir mussten Halle 4 leider überspringen, weil es dieses Jahr keine Motorsportarena gibt. Das heißt, leider keine Drift-Sessions und sämtliche spektakuläre Quereinlagen der Fahrer. Finde ich sehr schade und es fehlt auch verdammt hier auf der Messe. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier in der Tuning Experience angelangt und ich muss sagen, hier stehen richtig, richtig schöne Autos. Was mir allerdings auffällt, irgendwie haben alle nur noch Luftfahrwerke. Kommt mir vor, als ob es irgendwie keine Gewindefahrwerke mehr geben wird. Aber nun ja, es ist nun mal der Trend, aber es sieht natürlich auch sehr geil aus. Und ich würde sagen, schaut euch mal die Autos an. So, wir sind kurz vor Messebeginn und man sieht, hier in Halle 6 geht schon langsam los, im Hintergrund die Musik zu hören. Das Tuning-Mekka für uns alle hier. Hier sind die Größen wie JP, Arlos, Fox, aber auch unsere Freunde von Gasolina Closing vertreten. Und hier könnt ihr natürlich shoppen, was ihr wollt. Ne? Oder euch natürlich auch, gerade was der Performance-Parts angeht, euch Inspirationen und Infos hole, wie ihr natürlich die Leistung aus eurem Fahrzeug noch optimieren könnt. Also genießt die Show hier! In der Halle 7 dreht sich hier alles rund um das Thema Felgen hauptsächlich. Felgen, 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 soweit das Auge reicht. Hier könnt ihr natürlich die optimale Inspiration für die nächste Saison euch holen, weil die Auswahl ist gigantisch. Und was mir auch auffällt, die Farbkombination. Richtig, richtig geile Farben sind hier teilweise am Start. Und hinter mir ist natürlich das auch frisch vorgestellte Projektfahrzeug von Tune It Safe, von der Kampagne diesen Jahres. Richtig, richtig schöner Porsche. Wäre auch mal cool, den eigentlich auf der Straße zu sehen, obwohl man ja eigentlich nicht so den Kontakt
mit der Polizei haben wollen, aber wir haben ja nichts zu befürchten, denn wir sind ja legal unterwegs. Also genießt die Show hier. So, und zu guter Letzt sind wir jetzt hier in Halle 8 angekommen. Halle 8, klein aber fein, aber hier ist wirklich Motorsport-Feeling pur in der Luft. Wie ihr sehen könnt, hier dreht sich alles um das Thema Rundstreckefahrt, Time Attack und so weiter. Was mir aber allerdings ein bisschen fehlt, sind die Driftfahrzeuge. Hätte ich zumindest auch mal gern einer erwartet. Wobei ich mal sicher bin, dass mit dem ein oder anderen Fahrzeug sich ja eine schöne Drift durchziehen lässt. Also schaut sie euch an und dann sehen wir uns gleich zum Ende hin nochmal. So, das war's mit der Essen Motor Show. Ich bin durch. Leider Gottes ist sie tatsächlich relativ mager ausgefallen. Aber trotzdem habe ich mich sehr gefreut, endlich mal wieder Messefeeling zu haben und alte Bekannte wieder zu treffen und vor allem coole Autos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Teilt es in die Welt hinaus und abonniert unseren Kanal, um die weiteren Videos nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis spätestens nächstes Jahr wieder. Macht's gut. Ciao.